Bambi-Verleihung im Livestream, Bambi-Verleihung, so sehen Sie die Gala live im Internet. Die 69. Bambi-Verleihung im Livestream, von Claudia Schiffer über Joachim Löw's Aiwaiwai, zur Bambi-Verleihung haben sich wieder viele Prominente angekündigt. So sehen Sie die Gala live im Internet. In Berlin werden am Donnerstagabend, 20.15 Uhr/AD, zum 69. Mal die Bambis verliehen. Zu der Gala haben sich unter anderem Supermodel Claudia Schiffer, der frühere Bundespräsident Joachim Gauck und Hollywood-Star Hugh Jackman angekündigt. Alle drei werden auch mit einem der goldenen Rekitze ausgezeichnet. Der chinesische Künstler Ai Weiwei und Ex-Boxer Wladimir Klitschko bekommen ebenfalls eine der Trophäen. In anderen Kategorien, etwa für die beste nationale Schauspielerin, den Schauspieler und den besten Film national, wurden die Gewinner noch nicht bekannt gegeben. Schlagerstar Helene Fischer wird die Gala musikalisch eröffnen. Wie schon in den Vorjahren werden die Bambis wieder im Stargetheater am Possumer Platz verliehen. Die Show wird von 20.15 Uhr an live im Ersten übertragen. Der Medienkonzern Hubert Burda Media verleiht die Bambis jedes Jahr an nationale und internationale Künstler, Sportler und andere Prominente. Aber auch engagierte Bürger, die sich für eine gute Sache stark machen, werden geehrt. Claudia Schiffer, die nur selten öffentlich auftritt, wird in Berlin mit einem Fashion Bambi geehrt. Das Model bekomme das Goldene Reh für 30 Jahre außergewöhnliche Verdienste in der Modebranche, teilte Hubert Burda Media vorab mit. Ai Weiwei wird den Preis in der Kategorie Mut entgegennehmen. Gauck bekommt den Millenniumspreis. Freiheit, Gerechtigkeit und der Kampf gegen jede Form von Unterdrückung, das sind die Werte, für die Joachim Gauck als Politiker und als Mensch steht, heißt es in der Begründung der Jury. Der Sonderpreis der Jury geht in diesem Jahr an Regisseur Fatih Akin und Schauspielerin Diane Kruger für Aus dem Nichts. Der Film geht für Deutschland ins Rennen um einen Oscar. Kruger wurde für ihre Leistung in dem Zu-Drama bereits beim Filmfestival in Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Klitschko, der in diesem Jahr seine Boxkarriere beendete, bekommt einen Bambi in der Kategorie Sport. Als Gast hat sich auch Fußball-Bundestrainer Joachim Löw angekündigt. Er hatte im vergangenen Jahr für einen der emotionalsten Momente gesorgt, lassen Sie uns alle zu einer deutschen Integrationsmannschaft werden, sagte er damals am Ende seiner Dankesrede für den Integrations-Bambi. Er wünsche sich, dass das, was beim Thema Integration und Miteinander in der Nationalmannschaft gehe, auch in der Gesellschaft funktioniere. Für musikalische Unterhaltung auf der Bambi-Bühne sorgen in diesem Jahr die britische Sängerin Rita Ora, Ivene Fallet-Judo, der ebenfalls aus Großbritannien stammende Musiker Sam Smith Steve Whitmay, und die Darsteller des Musicals Mamma Mia. Zugesagt haben unter anderem auch Barbara Schöneberger, Florian David Fitz, Moritz bleibt treu und Senta Berger. Ebenso haben Florian Silbereisen, Dieter Hallervorden, Nina Eichinger, Eva Badberg und Mantika Presto angekündigt, bei der Gala im Theater am Possumer Platz dabei zu sein. Die Bambis werden in diesem Jahr bereits zum 69. Mal verliehen.
Die goldenen Rekitze sind 2,5 Kilogramm schwer und 28 Zentimeter hoch.